Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid heute in meiner Handarbeitsstube. Tiere, Tiere, Tiere. Ich habe euch schon so manche gezeigt, zum Häkeln, zum Stricken, zum Nähen, zum Basteln aus Eierkartons und. Oder aus Pommeln ganz toll gemacht. Wir sagen Bommeln dazu, manche Pompons, manche Pommeln. Und heute geht's um diesen tollen Kuschellöwen. Meine neueste Idee für euch, für dich. Und den habe ich entworfen und gemacht für eine Grundschulklasse, die dann im Spätsommer in die Schule kommt. Die erste Grundschulklasse, und das ist das Maskottchen dann für die Klasse. Und zum Trösten. Und Motto ist dann: ein Löwe gibt Mut und Stärke und der beschützt. Und den Bauch kann man streicheln und sich trösten lassen oder einen Wunsch äußern. Also ist das Maskottchen aber auch viel mehr für die Kleinen, die dann in die Schule kommen. Kuschelig. Und dann kann man dann auch mal als Kissen benutzen, wenn man wirklich mal richtig traurig ist und braucht so ein bisschen was. Da gibt es nämlich auch eine Kuschelecke in der Klasse, in der Leseecke. Und dafür habe ich den entworfen. Und den kann man in ganz groß machen und in klein. Je dünner die Wolle, desto kleiner wird er, aber das andere bleibt alles gleich. Und hier ist eine schöne dicke Wolle für eine 6er oder 7er Häkelnadel. Und dann kann man den nacharbeiten, Stück für Stück. Es ist ein richtiges Tutorial, weil es mehrere Teile sind. Und dann kannst du mal schauen, ob dir das gefällt. So, und jetzt setzt man erstmal gerade. Das war nämlich gerade der Balu. Der ist immer gern dabei. Und hilft oder macht Blödsinn. So, das Nasenteil, was wir extra gehäkelt hatten, muss jetzt festgenäht werden. Bitte zieht euch das bis vorne fast hin, fingerbreit. Oder zwei Fingerbreite vom Mittelpunkt weglassen, feststecken mit Stecknadeln und dann wirklich sauber an den Außennähten in der passenden Farbe annähen. Das ist das nächste, was wir machen. So, und jetzt erkennt man auch das erste Mal so richtig die Struktur, vor allen Dingen dieser besondere Kopf, weil ja dann die Mähne noch dran kommt. Die Schnauze ist jetzt schon gestaltet, da macht man natürlich dann noch ein bisschen mehr. Aber jetzt kommt das erstmal so richtig raus mit Nase und. Ich glaube, zwischendurch habt ihr auch gedacht, oh Gott, was gibt denn das nur für eine Form, wie sieht denn das nur aus? Aber jetzt erkennt man es, ne? So, nun häkeln wir Ohren. Man kann gefüllte Ohren machen oder einfarbige Ohren. Das ist dann egal. Bei gefüllten Ohren macht man 4 Luftmaschen zum Ring, 8 feste Maschen hinein. Auf die 8 festen Maschen kommt in jede der Maschen 2 feste Maschen und dann guckt man, ob es groß genug ist, der Innenkreis, der dann aufgenäht wird in diesem. Wenn nicht, dann häkelt man noch eine Reihe feste Maschen und das heißt 2 feste Maschen in die erste, dann 2 einzelne, 2 feste Maschen in die nächste, wieder 2 einzelne, eine Reihe und dann müsste es eigentlich von der Größe passen. Das wäre das Innenohr. Genau wie das haben wir jetzt den Anfang. Und das zeige ich ausführlich. So, ich habe die helle Wolle, damit man das gut sieht. Und dann fangen wir so an. Wir machen 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Schließen das zum Ring mit einer Öse oder einer Kettmasche.
Das ist immer der Anfang von so einem Kreis. So, dann wird verdoppelt. In die 4 Luftmaschen kommen 8 feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Mittelkreis, den kann man auch ein bisschen, wenn es zu groß ist, zusammenziehen mit dem Faden. Das ist gar kein Problem. So, und jetzt müssen wir mal aufpassen. Jetzt kommt, wie gesagt, in jede Masche 2 feste Maschen. Also wir verdoppeln immer, ne? Dann machen wir jetzt eine Reihe in jede 2 feste Maschen. So, und das gibt dann den Kreis und das könnte man in der anderen Farbe dann wirklich einsetzen, dass es innen drinne nochmal anders wird von der Farbe in Weiß, in Creme, das Außen in Schwarz, wie man das möchte, das ist nochmal so. Und wie gesagt, das ist jetzt nur der Anfang. Jetzt gehen wir aber weiter mit dem großen Ohr. Das schließen wir jetzt mit einer Kettmasche. So, und dann machen wir, aufpassen, eine feste Masche. Jeweils in eine. So, jetzt kommt in die nächsten 2 Stäbchen. Ein Stäbchen in eine Masche und das gleiche nochmal in die gleiche Masche, auch noch ein Stäbchen. So, jetzt in die nächste nochmal 2 Stäbchen. 1, 2. Dafür ist die Häkelschrift dann da. Ich schreibe euch das immer auf, damit man das sehen kann. Dann kann man sie in Screenshot machen, abfotografieren, abschreiben und dann kann man auch immer abstreichen, wenn man das auf dem Zettel hat, was man gemacht hat. Und dann kommt man nicht durcheinander. In die nächste waren es jetzt 3 Stäbchen. Dann wieder rückwärts. 2, 1, 2. Nochmal 2, 1, ne, rausgerutscht, 1, 2 und dann wieder 2 feste Maschen, 1, 2 und dann hätten wir schon mal ein einfaches Ohr. So, jetzt müssen wir das Ganze drehen, weil wir es der Größe haben wollen oder du lässt es in der Größe. So, jetzt machen wir eine feste Masche. Noch eine feste Masche. Dann kommen 3 Stäbchen. 1, 2, 3, nochmal 3 Stäbchen, in eine immer, 1, 2, 3, jetzt da 2 Stäbchen, 1, 2, jetzt wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So, dann machen wir eine feste Masche und noch eine feste Masche. Und dann haben wir eine große Rundung. Und jetzt müssen wir eine Reihe feste Maschen da drüber machen. Ohne Zunahme, einfach nur mal einmal rundherum feste Maschen. Und dann hat man so ein tolles gewölbtes Ohr. Wenn man ein kleineres Ohr haben möchte, kann man auch einen ganzen Kreis häkeln. Auf seine Größe habe ich ein extra Video schon drüber gemacht. Und einfach in der Mitte knicken. Dann zusammen häkeln die offenen Maschen
Und dann hätte man auch noch ein doppeltes Ohr, wie jetzt für so einen kleinen Teddybären zum Beispiel. So, und jetzt bin ich gleich rundherum. Und dann fängt sich das an, so zu drehen. Gleich. Wie gesagt, eine Reihe rechte Maschen, feste Maschen noch drumherum. So, wir kommen zum Bein. Dazu nehme ich jetzt die helle Wolle und schlage 4 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4. Die schließe ich mit einer Öse zum kleinen Ring. Da hinein kommen jetzt 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das kann man dann noch zuziehen am Fädchen, damit die Öffnung kleiner wird. In jede der Maschen, die wir jetzt, den 6, die wir angeschlagen haben, kommen jetzt da 2 feste Maschen hinein. Dann haben wir 12. 2 feste Maschen in die vorangegangenen, jeweils in die vorangegangenen 6 festen Maschen. So, jetzt müssen wir zunehmen. Und das heißt, alle 3 Maschen 2 in eine. Also wir machen jetzt 3 einzelne. 1, 2, 3 und dann 2 feste Maschen in eine. 1, 2, dann wieder 3 einzelne. Und ein Pärchen, 2 Stück. Und das machen wir so oft, bis wir 25 feste Maschen haben. Und wenn wir 25 Maschen haben, dann legen wir dann Fädchen rein oder machen eine Sicherheitsnadel hin und häkeln nochmal 3 Reihen in beige rundherum. Und dann haben wir schon das helle soweit fertig. So, wir haben jetzt da die Halbkugel fertig, sozusagen. Jetzt wechseln wir auf beige. Das Fädchen kann hängen bleiben, das brauchen wir dann später noch, oder wir setzen es weiter nach oben. Den Faden, also ich knote ihn ganz gern einfach dran. Wird dann noch vernäht, ist klar. Und jetzt, upsa. Jetzt müssen wir in beige 2 Reihen abnehmen. Das heißt, wir machen 2 zusammen und dann 3 einzelne. 1, 2, 3, 2 zusammen, 3 einzelne. Und das machen wir 2 Reihen lang. Und dann sehen wir ja hier bei dem Fädchen, wann die Reihen enden. Darauf kommen dann 2 feste Reihen, feste Maschen, nochmal in beige. Also 2 Reihen jetzt alle nach jeden 3 Maschen 2 zusammen. Und dann nochmal 2 Reihen feste Maschen darauf. Und dann gucken wir weiter. So, wir haben jetzt 2 Reihen gemacht und jetzt machen wir nochmal die letzten beiden Maschen auf. 1, 2. Das ist einfacher, wenn ich das so erkläre, denn die 2 häkeln wir nochmal zusammen, weil wir brauchen unbedingt einen wirklich einbuchtenden Rand. So, jetzt müssen wir zunehmen. Dann machen wir 3 einzelne. 1, 2, 3.
Und in die vierte Masche immer zwei. Eins, zwei. Also drei Einzelne und in die vierte Masche immer zwei. Und das machen wir so lange, bis wir 28 Maschen haben. 28 Maschen. Und dann brauchen wir insgesamt 20 beige Reihen. Wir zählen von hier unten 1, 2, 3, 4, 5. Und insgesamt brauchen wir 20 Reihen dann, nachdem wir auch gleichzeitig zunehmen. Ne? Drei Einzelne und dann in die vierte immer zwei, bis wir 28 Maschen haben. Steht ja alles in der Häkelschrift. Und dann insgesamt 20 beige Reihen. So, die 20 Reihen sind jetzt gehäkelt. Jetzt muss er wieder abnehmen. Wir nehmen die erste zusammen, zwei Maschen zusammen gehäkelt, dann fünf Einzelne, wieder zwei zusammen, fünf Einzelne und so weit machen wir dann, bis wir 20 Maschen haben. Und auf die 20 Maschen kommen dann noch drei Reihen und dann bitte nicht abketten, sondern nur stilllegen, weil es gefüllt wird. Und dann häkeln wir zusammen. Das zeige ich dann aber nochmal. Und dann sage ich herzlichen Dank, dass du da warst, dass ihr reingeschaut habt. Und ich hoffe wirklich, ihr habt auch mit mir gehäkelt und wart kreativ. Denn dafür mache ich ja all die Videos, lass mir das einfallen, erarbeite es. Das sind ja meine Ideen, Entwürfe und Fertigung. Deswegen sind sie auch urheberrechtlich geschützt, nur für den Privatgebrauch und auch für Schulen und Kindergärten. Das finde ich so wichtig, weil ich aus dem Fach auch komme. Wie gesagt, noch viel, viel mehr, wenn du suchst, auf meiner Startseite kreativ-reich die Kika-Plauderei. Die kleine Leiste anklicken bei den Playlists, dann kommen alle Ordner, Häkeln, Stricken, Basteln und so weiter. Und dann findest du das oder du schreibst mir einfach. Jetzt sage ich tschüss, schön gesund bleiben, gesund werden, eure, deine Kerstin.